Mein Name ist Nico Borisow, ich bin 32 Jahre alt und ich werde euch einfach so in den nächsten Minuten meinen Lebensbericht erzählen und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich war also seit ich Jugendlicher bin auf der Suche nach Antworten, eigentlich ziemlich früh begonnen, dass ich so Fragen hatte über das Leben, so warum leben wir, was ist der Sinn des Lebens, was ist nach dem Leben. Und so meine Jugend bestand, also Jugend und meine junge Erwachsenenzeit bestand so hauptsächlich wirklich aus Drogen, aus haufenweise Partys und verschiedenen Beziehungen mit verschiedenen Mädels. Und das hat mich, war zeitweise toll, vor allen Dingen so das Feiern mit vielen Freunden, aber ich bin immer wieder an so einen Punkt gekommen in meinem Leben, wo ich einfach in so ein Loch gefallen bin, weil diese Fragen einfach so extrem waren, diese Fragen nach dem Leben. Und im Endeffekt hat mich dieses Leben mit den Drogen dahin gebracht, dass ich so eine Art Horrortrip hatte, so nennt man das, dass man einfach zu viel genommen hat. Und das Resultat davon war, dass ich so Panikattacken hatte, Angstattacken, Paranoia. War dann auch in Psychotherapie und habe aber gemerkt, das nützt mir auch nichts. Und in dieser Zeit meines Lebens, das war so vor 8, 9 Jahren, also würde ich so als die schlimmste Zeit in meinem Leben bezeichnen, weil ich einfach so extrem auf der Suche war nach Antworten und zudem hatte ich eben diese Paranoia und diese Angstattacken. Und genau zu dieser Zeit hat meine Mutter so den Weg mit Jesus gefunden, hat sich bekehrt zum Christentum und hat mir immer davon erzählt. Und ehrlich gesagt, ja, war es ein bisschen komisch für mich, ein bisschen schwierig zu verstehen, weil ich habe Christentum immer so mit Kirche gleichgesetzt und Kirche war für mich eher so ein System. Also ich habe nicht gedacht, dass da wirklich was dahinter ist, sondern ich dachte, das ist die Institution Kirche und das hat mich hier abgeschreckt. Und habe aber in ihrem Leben gemerkt, dass da wirklich was anders ist, dass da Veränderung ist, dass Frieden in ihr Leben kommt. Sie war einfach auch eine Person, bei der es auch immer auf und ab ging und die viele Dinge ausprobiert hat. Sie war auch in der Esoterik-Szene sehr drin und ich habe diese Veränderung gesehen und das hat mich ehrlich gesagt stutzig gemacht. Da habe ich gesagt, da muss irgendwas dran sein, wenn meine Mutter so friedlich wird, so ruhig wird. Und ich war weit auf der Suche nach Antworten und habe mit ihr darüber geredet. Und ich weiß noch, eines Tages waren wir so im Gespräch über den Glauben und sie hat mir erzählt, dass sie auf einer Veranstaltung war, wo sie gesehen hat, dass Menschen geheilt wurden, körperlich, aber auch seelisch. Und sie hat gesagt, die Menschen haben im Namen Jesus gebetet und die Leute wurden geheilt. Und da habe ich gesagt, ja, also so mit diesem ganzen, sage ich mal, theologischen kann ich eigentlich nichts anfangen, aber wenn da Heilung ist, dann will ich das auch haben, weil ich hatte ja diese Probleme, diese seelischen. Und dann sage ich, Mama, was muss ich denn tun, um diese Heilung zu empfangen? Und dann sagt sie, lad Jesus in dein Leben ein. Und dann hat sie mir das Evangelium nochmal erzählt, einfach, dass Gott mich liebt, dass Jesus für meine Sünden bezahlt hat, dass aber die Sünde zwischen mir und Gott steht und dass ich mich entscheiden muss. Und ganz ehrlich, ich habe das nicht so richtig verstanden, aber ich wollte unbedingt Heilung, weil ich war so verzweifelt. Und ich bin in ein Zimmer gegangen, hatte so einen Flyer und da war so ein Gebet drauf, wo ich Jesus in mein Leben einladen konnte. Das habe ich dann gebetet, habe gesagt, Jesus, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld. Wenn es dich gibt, dann zeig mir, dass es dich gibt. Und danach war jetzt nicht gleich sichtbar eine Veränderung da, aber innerlich habe ich gemerkt, da ist so ein Ziehen zu diesem Jesus. Aber irgendwie, ich konnte es nicht so richtig beschreiben. Und ein paar Wochen später, ich war im Ausland, ich war damals Koch und habe auch im Ausland gearbeitet, hat sie mir eine Bibel geschickt ins Ausland. Ich habe ab und zu mal drin rumgeblättert, habe aber nicht viel verstanden. Aber ich erinnere mich noch, eines Abends saß ich auf der Couch, habe in einem Vers gelesen, ich glaube, es ging um Heilung. Und als ich diesen Vers gelesen habe, habe ich die Stimme Gottes gehört, die zu mir spricht und gesagt hat, mein Sohn, ich liebe dich und ich will, dass du mir nachfolgst. Und es ist so unbeschreiblich, dieses Gefühl, was ich da hatte. Es hat alles in den Schatten gestellt, was ich bis dahin kannte. Wisst ihr, ich habe so viel erlebt früher mit Drogen und Sachen und es war teilweise gut, hat mich aber im Endeffekt auf den Boden gebracht. Aber was ich da erlebt habe, hat alles emotional überstiegen. Und es war einfach, da war so ein Frieden und so eine Liebe. Und ich wusste, dass das Jesus ist, der zu mir spricht und der sagt, ich habe deine Sünden getragen, folge mir nach. Und ich habe Rotz und Wasser geheult, mindestens für eine halbe Stunde. Also es war ganz, ganz krasses Erlebnis, was ich ganz schwer beschreiben kann. Also es ist... Und ich dachte immer, Christentum ist eine Kirche und dann begegnet mir Jesus. Und ich wusste, diesem Jesus will ich nachfolgen.
Ja, und daraufhin bin ich zurück nach Deutschland, bin in eine Freikirche gegangen, in eine evangelische, und mein Leben hat sich total verändert. Ich habe totale Befreiung erlebt. Ich habe erlebt, wie diese Panikattacken Stück für Stück weggegangen sind, wie diese Angstattacken gegangen sind, wie die Paranoia weggegangen sind, wie mein Leben so einen Sinn bekommen hat. Je mehr ich dann auch die Bibel gelesen habe und ja, einfach auch mein Leben aufgeräumt habe, habe ich gemerkt, das ist das Leben, oder das ist ein total anderes Leben, als ich früher geführt habe. Und was ich mir immer gewünscht habe, was ich mir am meisten gewünscht habe in meinem Leben, ist wirklich Führung. Wirklich eine klare Führung, dass jemand sagt, oder dass jemand mir sagt, was ich tun soll. Und seit ich mit Jesus unterwegs bin, führt er mich und leitet mich. Und jetzt bin ich selber im geistlichen Dienst, reise in verschiedene Länder und predige das Wort Gottes. Und das ist einfach das Erfüllendste, was es gibt, ist es einfach, die Liebe Gottes weiterzugeben an andere Menschen. Sei es durch Predigt, sei es durch Gebet oder sonst was. Und wenn du jetzt sagst, so, ja Mensch, du willst das. Ja, und Mensch, vielleicht sagst du jetzt so, ja, du willst es auch erleben. Dann sage ich dir einfach, der erste Schritt, den du tun kannst, ist wie bei mir, dass du dich hinsetzt und sagst, Jesus, wenn es dich gibt, dann komm in mein Leben. Vergib mir den Mist, den ich gemacht habe, und übernimm du die Führung. Zieh ein in mein Leben, zieh ein in mein Herz. Und das will ich dir mitgeben und dich ermutigen, dass du diesen ersten Schritt machst. Denn wenn du das vom Herzen meinst und sagst, dann wird Jesus kommen und sich dir zeigen. Ja, und ich möchte euch einfach danken, dass ihr zugeschaut habt, einfach so, dass ihr euch die Zeit ein paar Minuten genommen habt, jetzt meinen Lebensbericht zu hören, und ich wünsche euch Gottes Segen und einfach alles Gute weiterhin.